Wir machen weiter mit Spyro Year of the Dragon aus der Spyro Reignited Trilogie Collection für den PC. Und wir jumpen jetzt hier in das Wasser rein. Im Pool. Oh nein, diese Enemies. Gott, ich hasse es. Ich hasse es. Also ich meine, die sind nicht unbedingt schlimm, die Gegner hier. Das Einzige, dass ich an die so dermaßen hasse, ist, dass sie unter Wasser sind. Und ich diese Unterwassersteuerung einfach zum Kotzen finde. Man muss ja teilweise natürlich auch dazu sagen, das ist ja irgendwie auch schon so eine Art, wow, da habe ich kurz einen Sprintlauf gehört, eine Art Fliegen auch unter Wasser so ist, nur dass man halt unter Wasser halt ist, ne? Aber trotz dessen, dass es so ist, ist es halt für mich trotzdem nicht dasselbe. Und deswegen komme ich mit der verdrehten Steuerung nicht klar. Das ist beim Fliegen, also wenn man wirklich fliegt, dann ist es ja halt was anderes. Das klappt dann vollkommen gut. Aber unter Wasser ist es halt nicht dasselbe. Oh, hier sind noch ganz viele Diamanten. Das ist gut. Das ist gut, dass so viele hier sind. Also den Diamanten-Counter müssen wir natürlich auch hochbringen hier. Kein Level ist zu 100% fertig ohne genügend Diamanten. Und wir nähern uns den 400 Diamanten. Sehr, sehr, sehr fast. Und oben soll noch was sein. Achso, ja, hier ist noch ein Enemy. Oh, fuck. So. Wie Sparks jetzt sind? Auftauchen. Überall, ne? Überall sind so komische Teleporterhöhlen. Unter Wasser ist noch eine. So ein Teleporter mit drin. Also ein Portal. Hier oben ist auch noch einer. Das sind alles Challenges, die wir machen müssen. Würde aber komplett merkwürdig sein, weil wir brauchen nur noch zwei Eier und halt eben das Ausgangsei. Geh erstmal unter Wasser in dieses Portal rein. Okay, nachdem ich noch diesen Diamanten geholt habe. Sparks will da lang, okay. Geh ich mal hier rein. Ich hatte ein Drachenei für dich, aber ich habe damit unseren superschnellen Abflusstunnel getestet. Die gute Nachricht, es ist heil am anderen Ende angekommen. Die schlechte Nachricht, jetzt kriegen wir es nicht mehr zurück. Der Tunnel ist voller Rhinoxe und schwimmender Minen. Du bekommst das Ei nur, wenn du alle Rhinoxe im Tunnel besiegst. Das ist sehr nett von dem. Wie ich hier so lang. Oh, jetzt bitte. Oh. Wow. Okay, bis jetzt ist es jetzt. So, ich kann aber nicht nach oben und nach unten. Ich kann nicht nach oben, nach unten und nach links und nach rechts. Das ist. Okay. Das ist jetzt. Das ist machbar. Komm. Ich kann nicht nach oben und nach unten schwimmen. Das heißt, diese verkackte Schwimmsteuerung, die ich ja so abgrundlich fasse, die greift hier in diesem komischen Tunnel nicht. Dafür eine sehr asoziale, träge Steuerung mit links und rechts. So, ich muss einfach nur. So, ich muss gar nicht. Ich drücke auch die ganze Zeit. Ich drücke auch die ganze Zeit X, aber das muss ich gar nicht. Bevor du das Ei bekommst. Was macht das überhaupt für einen Sinn? Ist das eigentlich einfach durch den Tunnel durch und dann am Ende irgendwo, weiß ich nicht, wo es dann liegt, kann ich dann nicht einfach nur zum Ende des Tunnels? Das macht sowas von keinen Sinn. Na gut, wenn du so willst. The fuck einfach nur diese Minen. Und ich sag doch, das ist doch eigentlich voll machbar, ne? Ja, genau. Diese Kurve, ne? Das kriege ich aber nicht hin.
Gibt's da irgendwie einen Trick, wie man Spyro besser lenkt? Oh, das war, glaube ich, die Kurve, die ich schon geschafft. The fuck? Ja, weiß ich. Immerhin habe ich diese Kurve jetzt geschafft. Das ist schon mal was. So. Jetzt kommt sie. Ja, und jetzt darf ich den einen nicht verpassen. Den da. Okay, und den hier. Und. Wow. Und dann hier. Und dann. Da! Und dann ist da so einer in der Mitte und dann muss man da irgendwie so blöd abbiegen, weil sonst erwischt man den dahinter nicht. Okay. Aber ist machbar, wenn man nicht gerade die allen ausweicht. Eine fiese Challenge. Aber ganz ehrlich, ich mecker nicht rum. Ich mecker nicht rum, weil bis jetzt... Das war echt doof von mir gerade. Weil bis jetzt noch keine einzige Flug-Challenge hier gekommen ist. Also ich denke mal, die Entwickler haben damals... Ich muss natürlich sagen, jetzt die Entwickler, haha, Toys for Bob und Activision, ne? Die haben da jetzt ein Erbarmen mit den Spielern gehabt und jetzt glaubt es ja. Die haben ja hier nichts irgendwie... Fuck. Neu... Content-mäßig programmiert, sondern die haben ja einfach nur alles geremaked. Und, im Sumniak... Da habe ich einen verpasst. In so einem Niak. So hießen die, glaube ich, damals, ne? Waren ja die ersten. Ja, die ersten. Ich glaube auch. Spyro, den. Ach, nervt mich das gerade ein bisschen. Den vierten Teil. Also, je nach kommen natürlich noch ein paar Spyro-Teile. Und dann noch. Ich weiß nicht, ob die auch die Handheld-Dinger da gemacht haben. The fuck. Weiß nicht, aber die haben so ein paar Teile gemacht. Quasi die Spyro kann sie quasi erschaffen. So, ne? Sie dann irgendwann die das ist fies, die Lizenz dann an Sierra abgegeben haben und daraus dann hier Dingens geworden ist, Legend of Spyro. Das ist auch nicht unbedingt so schlecht war, aber ich mag halt die ersten Spyro mehr. Da ist Kurve. Aber wenn, dann hat ein Sumniak mit uns das hier erbarmen. Wir haben gedacht, so, Flug-Level, ein bisschen. Wird doch nicht so gut, ihn jetzt noch einzubauen. Machen wir was anderes. Sehr nett. Ich hoffe, das bleibt so, dass wir keine Flug-Level haben. Aber die schaffen es echt trotzdem, trotz dessen nervige Challenges einzubauen. Also langsam gehen wir da so einen Sack hier. Dass diese blöde Kurve so blöd ist. Oh, was ist denn gemacht? So, jetzt kommt doch dieser Blöde in der Mitte. Ich fühle mal einfach hier. Dann schafft man den ja nicht! Das stimmt! Ich muss auf die andere Seite! Warum? Da! Ich denke mal auch, das ist einer der letzten. Da hinten dann. Jetzt habe ich die. Das war, glaube ich, wieder die Kurve, ne? Kurve des Todes! Muss ich einfach aufpassen, dass ich. Ne, jetzt war noch nicht die Kurve. Jetzt kommt die Kurve. So. Die sind jetzt wieder ein bisschen einfacher. Hier an der Seite so ein bisschen lang schuppern. Hier. Den und jetzt hier rüber und den verpassen. Okay, das ist schwierig. Ich glaube, das ist sogar der letzte. Der ist doch extra so fies platziert, weil das der letzte ist. Dann bist du am letzten und dann schaffst du den nicht. Und dann ist das sehr frustrierend. So, hier kommt jetzt wieder die Kurve. Okay. Ja, die habe ich jetzt mittlerweile drauf. Hab ich dich! Dieses Ei hat eine überraschend gute Strömungsdynamik. Ab sofort sind alle U-Boote eiförmig. Ja.
Ah, aha. Gut, das, schön, dass wir jetzt ab sofort eiförmig sind. So, die Challenge haben wir fertig. Sind die Sparks voll aufgeladen oder ist er nicht voll aufgeladen? Das erleuchtet halt zu komisch. Also würde ich mir schnell nochmal hier so eine Ente schnappen. Ich hasse diese Unterwassersteuerung. Habe ich das schon mal gesagt? Fähigkeitspunkt erhalten. Entenfresser oder was? Nämlich auch noch eine Challenge. Pluto, der Rhinox, hat uns zu einer Seeschlacht herausgefordert. Unser Schnellboot gegen sein Hai-Atom-U-Boot. Wenn wir gewinnen, bekommen wir das Drachenei, das er bewacht. Ansonsten blüht uns ein Monat Küchendienst. Also, willst du es mit Pluto aufnehmen? Yeah! Okay, viel Glück. Denk dran. Halte dich vom scharfen Ende fern. Ich drücke A, um zu beschleunigen. Okay, drücke B, um eine Rakete abzufeuern. Und hebe Kisten auf, um mehr Raketen zu bekommen. Okay, also Munition. Und ich muss ihn töten oder ich muss aber an der Stelle sein? Ich habe keine Ahnung. Kann ich? Okay, ich kann. Keine Munition mehr. Nein, das ist der an. Also ich habe mir, ich habe ja gesagt, ich hasse ja die Unterwassersteuerung, aber das, was war das denn für eine Steuerung? Also, willst du es? Okay. Die Steuerung ist ja mal richtig heftig eklig. Oh, ist die Steuerung eklig. Ist das komplett für den Arsch? Und achso, ein Gegenfahren ist halt auch. Wie einfach, wenn ich so blöd fahre, die Steuerung links und rechts sich einfach voll vertauscht. Wieso kann ich mich nicht mehr richtig hindrehen? Spiel? Darf ich mich mal wieder richtig hindrehen? Ah, jetzt. Ich weiche die ganze Zeit die Kisten aus hier. Oh, gut, dass er 100 getaut ist. Alter, ist das schlimm. Ist diese Steuerung einmal für den Arsch. Ach so, ja, heilen kann er sich auch noch. Aber warum nicht? Sonst wäre es ja zu leicht. Müsste ich dann noch einmal getroffen werden. Nein, ich habe doch 12 Schuss gehabt. Ich hätte ihn wegballern können. Das Spiel ist unfair. Es kämpft gegen mich. Pluto, der. Okay.
Nö. Haben wir nicht gezählt. Lenkung. Die Lenkung, die macht mich fertig. Die Lenkung macht mich fertig. Ich hab ihn, oder? Hä? Ich hab ihn doch! Jetzt aber. Gott sagen. Wow, das ist das erste Mal, dass Bluto verliert. Ihr Drachen müsst sehr talentiert sein. Ich hoffe, das Ei war den Ärger wert. Sehr talentiert. Ja, dann muss ich noch den Ausgang finden. Ja, das ist doch super. Kann ich hier tauchen? Natürlich kann ich hier tauchen. Gut, dann holen wir uns hier auch noch ein paar Diamonds unter Wasser erstmal. Steuerung ist so extrem für den Arsch. Ich glaube, hier sind keine mehr. Waren gleich noch Sparks. Ach, den haben wir ja gar nicht. Ah, toll. Ja, so. Schön. Wollte ich Sparks fragen, dann haben wir ihn nicht mehr. Denn aus. Ja, gut, ich denke mal. Noch mal kurz unter Wasser, weil wir haben ihn ja wie gesagt hier nicht mehr. Also ich denke mal, es werden noch welche normal da sein, weil wir müssen den Ausgang ja noch finden. In dem Level. Ich denke mal, das können uns aber auch töten lassen. Aber natürlich habe ich das nicht vor. Auch echt nicht danach aus, als hätte ich hier welche verpasst. Okay. Wir nehmen das einfach mal so hin, dass mich hier keine verpasst haben. Ich meine, 392 von 400, ich glaube, das ist auch. Das ist auch ganz gut. Könnte eigentlich. Ist hier noch so eine Ente wieder? Will ich nicht. Aber hier ist so ein. Ne? Hat den Kerkerschlüssel fallen gelassen, als er mich geschüttelt hat. Jetzt kann ich meine Freunde befreien. Oh, bevor ich's vergesse. Einer dieser Rhinoxe hatte dieses Ei in seiner Brotdose. Brotdose? Ja, 6 von 6. Aber... wir brauchen noch ein paar Diamanten. Ach so, da sind die letzten. Oder auch nicht. Toll, einer fehlt noch. Pack! Oh, ich brauche eine Ente. Sparks, muss jetzt zeigen, wo das letzte ist. Ente, komm schon! Alles klar. Und der ist natürlich voll aufgeladen wieder da. Irgendwie da so. Okay, schon da mal hin. Warte. Ihn jetzt gerade nicht. Nee. Hoch. Ach, habe ich doch in dem Bereich einen vergessen. Sieht so aus. Ah, da. Ja, habe ich tatsächlich. Hab schon erwartet, dass so passieren.
Ja, damit haben wir 100% von diesem Level abgeschlossen. Das ist ja sehr gut. Es fehlt nur noch dieses Level in der Overworld. Da wir das aber nicht machen können. Also nicht machen können in dem Sinne, dass wir das einfach nicht hinbekommen momentan. Heißt es, dass wir mit der Overworld fertig sind. Also mit der kompletten Welt hier, Bad Sonnenaufgang. Und in die nächste reisen können. Aber das werden wir natürlich nicht jetzt machen. Denken wir denn bitte hin? Werden wir in der nächsten Folge machen. Und nicht jetzt. Eventuell ist jetzt ja vielleicht später und ich kann zumindest Spark Level vielleicht machen. Das wäre ganz cool. Glaube ich aber nicht. Und ansonsten schauen wir beim nächsten Mal. In der nächsten Folge. Gehen wir rüber zum Ballon. Vorbei. Beim Ballon. Ja, gehen wir rüber zum Ballon. Da vorne, da hängen die alle dran. Angekettet. Warum auch immer die dann angekettet an den Ballon hängen müssen. Macht für mich keinen Sinn. Virus eigentlich im Großen und Ganzen ganz schön gemein. Lässt einfach die ganzen Leute da dran hängen. Okay, später ist noch nicht jetzt. Gut, dann schauen wir beim nächsten Mal hier wieder vorbei. Und benutzen den Ballon. Um in die nächste Overworld zu kommen. Zunächst mal, haut rein. Tschüss.